Chat, pass mal auf. Du hast doch bestimmt schon mal. Okay, ich habe so ein paar Sachen vorbereitet, ja? Okay. Wir haben einmal. Ich bin Ey, reich und Bastex, ich danke für deine scheiß 5 auf Euro, Bro. alles. Ich möchte, dass du dir die Reich erste und ich Staffel von scheiß Krass auf Klassenfahrt mit mir alles. anschaust. Ja? Und zwar Ich habe die die. nämlich noch nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Okay, dann möchte ich wissen, was du jetzt von Frau Ostermann hältst, der ersten Lehrerin, okay? Also Frau Bra versus Frau Ostermann. Kannst du das R nochmal so rollen wie Frau Bra? Frau Bra. Süß, Alter. Sabra. Verliebt, verliebt. Egal. Gucken wir mal ganz was rein. Okay, bist du ready? Also hast du schon Bock, oder? Ich war gerade gar nicht darauf vorbereitet, aber ja, I'm Lu ready. Luisa und by the way, jetzt danke für die Subs. Mal natürlich wieder rein. Musst du dafür auch Werbung Fandest du machen? eigentlich Frau Ostermann auch geil? Gut. Chat, lügt er? Ja, nein. Ihr wisst mehr als ich. Weiß nicht genau. Hat sie. Ist jetzt die erste Folge schon? Nee, das ist Achso, irgendeine okay. Folge. Alle schreiben, ja, ich lüge. Nein, hört mal auf, sowas zu sagen jetzt Er wirklich. lügt, oh mein Nein, Gott. nein. Guck mal, Frau Ostermann war auch blond. Das war so ein Running Gag, weißt du? Ich Okay, hab ich die. bin nicht. Also, ich bin eigentlich nicht Genau. blond. Okay, Okay. gut. Schauen wir rein. Mich an, also angefasst Das ist und. Georg. Nick ist Georg. Nein, angefasst. Ja, das geht eigentlich nicht als Lehrerin. Und ich bin noch Jungfrau. Warte mal, lass uns eigentlich die vierte Folge gucken, weil da guckt. Da fasst sie ihn an, warte, da fasst sie ihn an. Wer, was? Frau Ostermann fasst den Georg an. Ah, Das möchte ich eigentlich das dir ist zeigen. natürlich nicht legal. Würdest du als Lehrerin sowas machen? Nein. Warum nicht? Weil eine Beziehung zwischen Lehrer und Schüler nicht in Ordnung ist. Verstehe ich voll, ja, ist richtig. Der Quickie geht schief. Mit der Lehrerin geschlafen hier. Lass mal rein. Werden. Er kam rein und hat uns gefilmt mit seinem Handy. Du löscht diese Aufnahmen von seinem Handy. Du musst ja die ganze Zeit mein Handy auf den Boden fallen lassen. Was soll das denn? Okay, Georg. Auf wen stehst du in unserer Klasse? Oh mein Tampon. Gott, ist es Cheyenne? Ja, da, oh, mein Auftritt musst du später auch noch sehen, ja? Da, das ist Frau Ostermann. Guck, die seufzt sich einfach zu. Was für eine unverantwortungsvolle Lehre. Du würdest sowas nicht machen, oder? Da siehst du Würde ich mal. nicht machen. Ja, also. Aber, Gut. Ja, erzähl kein weiter. Kommentar. Maxi, geh das auf deinen Sohn rein. Ja. Die ist, glaube ich, die Freundin von Georg gewesen, mal eine Zeit lang. Jetzt weiß Ja. ich. Neues. Rechte kannst du ja auch stemmen. Einer, das Frau Ostermann. Also, Süß. ja, aber du bist schon. Also, sorry, Frau Ostermann, aber. Ja, aber sie schaut älter aus als ich. Wie Ja, alt ist sie? keine Ahnung, 46 oder so, ich weiß es nicht. Du hast wirklich zu viel getrunken. Ich meine, was hast du gerade gesagt? Was hast sie gesagt zu mir? Du hast einfach zu viel getrunken. Das ist da Wie die zu viel Zauber, oder? getrunken, Mann? Was habe ich gemacht? Du Nein. hast keine Ahnung. Was macht Frau Riet sie so mit mir? Ich mache Sounds ein bisschen leiser, ja. Entspannt euch, ihr dummen Affen, Alter. Ja? Ganz ehrlich, Hey, abgesehen davon, dass ruhig. ich eh keiner flachlegen würde, hast du so Oh einen mein Gott, großen Stock im Arsch. das meinst du so eine Jungfrau? Ich meine es genau das ist nicht so so. passend. Warum? Da sieht man alles von vorne. Meinst du nicht, das war gewollt? Das weiß ich nicht. Also, das war auch immer so ein Ding, dass alle, wie heißt das, Camel Toe immer in den Chat geschrieben Oh haben, wenn mein man. Gott. Ja, ganz seltsam. Ey, Twitch ist echt eine wilde Plattform, lass es lieber sein. Jane kann so eine Bitch sein. Sie denkt auch echt nur, weil sie reiche Eltern hat und mal was mit dem Sohn eines Adligen im Spanienurlaub hatte, dass sie die Allertollste wäre. Sie gibt doch ständig mit ihren 60. Stehst du auch auf reiche Frauen? Bist du reich? Nein. Nein. 10.000 Instagram-Followern an. Ich frage mich echt, wie sie die hinbekommen hat. Ich fasse das Studienspiel. Es tut mir leid mit deiner Freundin. Hey, was machst du denn hier? Also ich hab ja kein Zimmer und deswegen hat Frau Ostermann angeboten, dass ich bei ihr übernachte. Frau Ostermann? Was? Ein Zimmer oder was? Ja. Und da hat, ich weiß nicht genau, hat sie mich also angefasst und. Nein! Also die Lehrerin hat dann Georg angefasst. Wo? Ja, im Schritt, ne? Da, wo man einen Schüler normalerweise nicht anfassen sollte. Wow. Aber du würdest sowas mit deinen Schülern ja nicht machen, ne? Nee, würde ich niemals machen.
Ich Gut. wurde ja auch angefasst von einem Schüler. Und von einem Schüler? Wer von war das? Schüler, ja, von Stanley. Boah, ey, willst du auch, dass Stanley in der nächsten Staffel einfach stirbt? Nein. Nee, ich auch nicht. Aber dass er ein bisschen, ja. Dass er mal, dass Georg ihm richtig die Fresse kaputt schlägt, oder? Das wäre geil. Eine Lektion würde ihm echt nicht schaden. Ja, glaube ich auch. Fast. Ja. Was heißt das woanders? Zwar sehr, sehr speichelhaft, aber eklig. Auch sehr unprofessionell. Und das geht eigentlich nicht als Lehrerin. Hat die ja was auch, oder? Nein. Ja, und was machst du? Wo gehst du jetzt hin? Du willst jetzt wieder nach Hause laufen, oder? Irgendwo schlafen. Er haut einfach ab. Ach, das war zu viel für ihn. Kommt gar nicht klar. Er kommt gar nicht mehr klar auf sein Leben. Also, Juline ist weg. Sie ist rausgeschmissen worden. Ja, danke, Frau Ostermann. Aber wenn du willst, kannst du bei mir schlafen. Frau Ostermann ist eine richtige Frau. Oder? Ja. Würdest du sagen, Frau Ostermann ist eine bessere Lehrerin als du? Nein. Also bist du die bessere Lehrerin? Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Das wäre super. Also wirklich, also. Ja, dann machen wir das doch. Ja, super. Ja. Was ist das für ein Content? Gar keiner. Ich muss mal ganz kurz finden, wo Frau Ostermann ist. Ja, okay, darum geht's ja eigentlich. Ja. Wir wollen ja nicht alles hier anschauen. Hier machen die so ganz cringe, so unangenehm. Ryan Shield Placement wieder, du kennst das ja. Kennen wir schon. Oh, da geht's los. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Oh. Weil ich hatte gestern ganz klar einen Kontrollverlust. Ich hatte ganz klar einen Kontrollverlust und habe halt meinem Schüler zwischen die Beine gefasst. Das ist, sag ich mal, ich habe mal mit der Fortnite gespielt einmal. Aber wir waren nicht in einem Raum. Und wie war's? Nicht aufregend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja, oh, ich muss dir später... Kontrolle auch verloren? Ich muss dir später zeigen, wie ich Frau Ostermann geklärt habe, ne? Was? Ich habe die geklärt, in der zweiten Staffel habe ich Frau Ostermann geklärt. Du stehst aber auf Lehrerinnen, kann das sein? Ich habe ein richtiges Problem. Meine Lehrerin hat mich früher, lass uns einfach nicht drüber reden, wir gucken aber weiter. Ich habe mal ziemlich viel getrunken, ich hatte damit schon in der Vergangenheit Probleme und da bin ich ganz klar zu weit gegangen und das tut mir unglaublich leid, du bist auf jeden Fall mein Lieblingsschüler und das hätte nicht passieren dürfen. Wir wissen, dass er dein Lieblingsschüler ist. Ja, genau, deshalb passt. Ist okay. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ja, klar. Okay. Sehr schön. Ich habe ja jetzt auch zum Glück ein Zimmer bekommen. Ja. Freue ich mich sehr mit Kenneth. Guck mal, der wurde einfach vergewaltigt und sagt sorry, die Lehrerin, er sagt, ist okay. Aber die Frage ist, wieso hat es ihm nicht gefallen? Georg, was ist da los? Berichte. Das freut mich. Wir sind jetzt übrigens alle im Gemeinschaftsraum. Möchtest du da mit mir hinkommen? Ja, klar, gerne. Ja? Ich würde nicht mehr mitgehen. Ich würde nirgendwo mit dieser Frau hingehen, wirklich. Nein. Digga, ich würde meinen Koffer packen und abhauen. Meine Mama anrufen. Weiß nicht, Georgs Eltern sind auch, glaube ich, ein bisschen verloren. Boah, guck mal, das ist so eine Assi-Wohnung, wo so steht, träume nicht dein Leben, sondern leb deinen Traum. Steht da einfach an der Wand. Das hat jemand wirklich da aufgehangen. Hast du Wandtattoos zu Hause? Nein. Boah, jeder... Ich mag das alles clean. Ey, guck mal, das sieht wirklich aus wie das schlimmste Hartz-IV-Wohnzimmer aller Zeiten. Oder siehst du das? Das hier ist so hässlich, das ist so hässlich, dieser Tisch ist so hässlich. Der... Mann, ich hate den immer, aber nur die Rolle. Ich mag ihn ja selber so als Kerl. Aber das Wandtattoos sind ganz schlimm, oder? Finde ich nicht schön. Sollen wir uns ein Haus bauen, wo ich ein Wandtattoo reinmache? Oder ohne Wandtattoo? Okay. Wir kamen uns gerade ziemlich nah, schön. Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Ich wollte mich ganz schnell nur bei euch entschuldigen. Wissen aber die anderen, dass sie das gemacht hat? Noch nicht, nein. Oh mein Gott. Hätte gestern nicht so ausarten dürfen. Ich bin eure Lehrerin und Aber sie schaut so vertrauenswürdig aus. Du würdest niemals denken, dass sie sowas macht. Guck mal, Stanley juckt das gar nicht. Stanley ist so, juckt mich nicht. Nichtsdestotrotz, wo ist überhaupt ein Großteil der Klasse? Also ist ja mehr als die Hälfte, die hier fehlt. Und was hängt ihr so in den Seilen und warum benutzt ihr eure Handys, wenn ich hier bin? Nichtsdestotrotz möchte ich also mit euch heute machen. Hier ist so keine Autorität drin. Bei Frau Bra haben alle gehört, alle. Ne? Oder? Ja, aber ich war auch so eine Mischung aus cool und trotzdem streng. Aber hattest du auch so die Eier in der Hand von denen allen? Am Set? Nein. Nein? Okay. Wäre auch dumm. Meinst du so richtig? Nee, nicht angefasst. So mäßig, dass du die bei den Eiern hast. Also, dass du quasi so einen Ton angegeben hast. Ja. Ja? Mhm. Okay. So deshalb hat er auch gesagt, darfst du nächste Staffel nicht mehr dabei sein. Das heißt, wer gestern etwas übertrieben hat, dem geht es wahrscheinlich heute noch schlechter. Oh, guck mal da. Einer hat zwar auch Camellia Beatrice Maria. Du bist besser, sagt er. Dankeschön. Ja, ne?
Danke für deine 2 Euro, wirklich, das, ey, es wird heute ein richtig gutes Essen werden. Darum geht es jetzt aber nicht, sondern es geht halt um die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Keine Ahnung, und weiß ich nicht, halt was bei dir gibt. Auf der Klasse. Ihr habt 10 Minuten Zeit und dann treffen wir uns draußen. Oh, die sind ja alle richtig motiviert. Ja, ja, die hassen es. Also manchmal kann die Klasse so richtig undankbar sein. Ja, ja, klar. Gestern trinke ich noch was mit denen. Die versteht das auch nicht, dass die dumm ist, dass die scheiße geworden ist. Das versteht die nicht, weißt du? Heute, wenn es mal gearbeitet werden muss, nee, das geht dann nicht. Ja, klar. Ganz ehrlich, wer feiern kann, der kann auch aufstehen und der sollte auch arbeiten. Hm. Deswegen finde ich das äußerst, äußerst schlecht von diesen Wichsern, was da gerade jetzt abgeht. Oh, jetzt geht's aber los. Stell dir mal vor, du nennst als Lehrerin deine Schüler Wichser. Was ist das für ein Film? Was ist das? Oh mein Gott. Könnt ihr aufhören, das einfach in den Chat zu schreiben, wirklich? Lass einfach nicht... Ich schwöre, gestern war schon anstrengend, ja. Ich schwöre. Wo ist eigentlich Cheyenne? Fatima. Ich bin immer noch halt getroffen. So, Jonas hatte mal ein ausländisches Mädchen, musste er immer dabei haben. Ja. Schreibt er immer so mit rein. Aber Fernando, kurze Frage. Aber sie ist hübsch. Ja. Schläfst du eigentlich mit Kenneth in einem Zimmer? Warum interessiert dich das? Immer Fernando. Fernando, sag mal. Ja, auf jeden Fall. Das ist Frau Ostermann, sehr interessant. Und jetzt hier nochmal ganz kurz Sex mit der Lehrerin. Guck mal, das ist hier. Das ist jetzt das, wo es passiert. Quasi hier. Hä? Wer ist das? Die Staffel habe ich gar nicht geguckt. Was ist das denn? Wie sieht der da aus? Und was passiert hier? Was ist das für eine Staffel? Die habe ich gar nicht geguckt. Das ist diese eine Staffel, die ich gar nicht geguckt habe. Ich habe eine Staffel gar nicht geguckt. LOL. LOL. Was Egal. Hast du denn hier unter deinem Pullover? Hast du auch Süßigkeiten? In der Hose habe ich Süßigkeiten. Oh mein Gott. Ja, reden wir nicht drüber. egal, guck mal. Pass auf, jetzt, also so viel auf jeden Fall dazu, so viel zu Frau Ostermann. Jetzt würde ich dir gerne zeigen, ich möchte jetzt meine ganze Klassenfahrt-Historie. Hier, ne? Mhm. Oh mein Gott, guck, wie du aussiehst. Jalla, oh sag Gott. Mashallah, die hübsche. Achso, ich dachte. Wie, achso, nee, das. Nee. Pass auf, warte. Wieso schreiben alle Küssen? Ich weiß nicht, weil die alle dumm sind, Mann, lass die. Ich glaube, die üben, die wissen nicht, wie man schreibt. Ja, die ist ja auch egal. Hier, Revi und Orange bewerten alle Schüler, war auch geil. Wer hat was mit der Lehrerin? Hier, guck mal, die Folge hat auch sehr, sehr viele Aufrufe gehabt, weißt du, was ich meine? 5 Millionen Jahre. Ja, guck mal, die anderen so 1,8 und so, weil Kevin und ich, gut, die hat 3,4, aber es war halt so, weil Kevin und ich halt so die Stars waren, weißt du, was ich meine? So, wir waren so... Hast du natürlich nicht ausgenutzt? Nein. Hey, hier ist Kenneth, du kannst dich doch jetzt nicht umbringen. Warte. Da, guck jetzt hier. Okay, bist du bereit, auf meinen Auftritt zu reagieren? Ja. Krass, Klassenfahrt. Ich habe wirklich schauspielerisch, habe ich so abgeliefert. Das bin ich mal gespannt. Schlechten Laune, es fuckt mega ab. Selina ist da gar nicht so. Klar, sie hat es ein bisschen leichter, weil sie kann auf YouTube und Instagram noch Sachen hochladen. Ja, ne? Aber sie hat halt auch irgendwie was ist so, ne? An sich, oder? Ich habe es wirklich im Guten versucht. Aber wie sie Stanley angesehen hat und wie sie mich behandelt hat, als wäre ich eine komplette Versagerin, ich kann es wirklich nicht fassen. Das geht immer gerne. Ja. Guck, wir waren in so einem Schloss, wir waren in so einem krassen Schloss drin, ne? Big Flex. Aber wir durften da nicht schlafen, wir mussten in so einem Hotel pennen. Ja, ja, ist auch besser so. Oder? Ja. Ich glaube, da oben ist sie. Guck, wir waren so. Hauptsache eine Sonnenbrille. Wir waren natürlich immer. Oh, das war richtig, das war ganz oben. Stalkst du gerade? Nein, das war. Was hast du denn gesucht? Frau Ostermann. Das war halt die Rolle, so. Ah, okay. Ne, ja. Du wolltest sie aber nicht weg. Nein! Kevin aber. Die zieht gerade um. Die zieht sich gerade um, oder? Ja, das ist eine Weinflasche, das muss Frau Ostermann sein. Das ist so geil. Das ist meine. Kevin ist. Er war so. Was war das denn? Ist so geil, ey. Die ist so. Boah, du Mäuschen. So verliebt. Guck mal da ans Fenster ran hier. Entschuldigung. Ihr seid ja keine Schüler der Klasse 12b oder Lehrer. Deswegen. Warum seid ihr hier? Wir sind Sanitäter. Wir sind Sanitäter. Heizung und Sanitär. Wir haben ja auch ein Messgerät dabei. Wir kümmern uns um die Heizung. Die ist ja kaputt. Ja. Okay, und dann... Ja, ja, also wir machen das mit den Heizungen hier. Ja. So. Ihr seid doch... Nein! Ihr braucht ja auch ein Fernglas für eine Heizung, Reparatur. Klar, hast du schon mal dabei zugeguckt?
Nein, also, sag doch, weißt du was? Du bist doch Revi Inside und du bist Orange Morange. Orange Videos, die sind super. Ich schreibe immer Erster. Ja, wir sind eigentlich wegen der Heizung, wie gesagt. Können wir Fotos machen? Ja, klar. Könnt ihr eigentlich schon von YouTube leben? Nee, das habt ihr. Bilder. So unangenehm. Und dann noch ein Gruß und eine Sprachmemo. Ja, ist machen wir alles. Super. Frau Ostermann ist die hier. Hat gewusst, wie man YouTuber werden kann? Ja, die Frau Ostermann ist die hier, also... Wegen wir den können ihr dann später auch, ja, genau, das ihre ist Heizung die Lehrerin, die rostet die Heizung, deshalb vielleicht. Aber wer von euch will sie jetzt klären? Du oder wollt beide ihr? Wollen wir sie klären. Aber sei mal gespannt, wer sie letztendlich geklärt hat. Also, dann hole ich jetzt raus, ja. Mal schnell. Ja. Okay. Hier, guck da. Ist egal, alles andere ist egal. Jetzt kommt erstmal Werbung, natürlich. Ohne Konservierungsstoffe. Ganz seltsam. Werbung. Und schmeckt noch besser. Ganz seltsam. Capri-San. Perfekt. Bis später, Anastasia. Bis später. Wenn eigentlich funktionieren. Wir holen, Alter. Mega Bock auf mich. Georg. Ich das doch nicht. Georg! Komm mal her, Georg. Warte, um was geht's? Hör einfach hin. Jetzt wird's ganz das spannend. Das ist Georg, der schlauste Mensch, den ich kenne. Hey, Georg. Georg, wir machen ein Quiz. Ey, Jamie spielt das aber so gut, oder? Diesen ja, Georg, Mann. Der mit Frau Ostermann ein Date haben darf. Und du musst jetzt die Fragen stellen. Und zwar am besten zum Thema Liebe. Also da weiß ich alles drüber. Ich werde gewinnen. Ich werde safe gewinnen. Ich also, gewinne. Okay. Wie heißt die Stadt der Liebe? Köthen. Nein, bist du dumm? Das ist falsch. Paris, das ist Paris, oder? Richtig. Das ist Paris. Eins... Wow, du warst sehr glücklich. Null. Ich war wirklich gut. Revinzeit. Ja, Revinzeit wird's. Star-YouTuber. Du musst jetzt die nächste Frage stellen. Achso, okay. Welcher Buchstabe beschreibt bei einer Frau den Punkt? Aber wie witzig ist das? Erstmal macht sich eine Schülerin und dann... Dann sind so zwei Typen, die online auf sie reagiert sie sagt, haben ja, klar, und wir spielen dann mit. Spielt mal. Ja, spielt mal. Sie ist eine gute Lehrerin. Würdest du sagen, Frau Ostermann ist eine Vorbildslehrerin? Okay. Okay. Nein, M ist leider falsch. Der G-Punkt! G-Punkt! Ja. G-Punkt! 2-0. G und Punkt! Ja. 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 Okay. Jetzt die finale Frage, die alles entscheidet. Kurz, Fortnite kennst du, du kennst das. Ja. Komm schon, Georg. Ja. Komm schon. Wie groß ist euer Glied? Boah, mein Glied. Georg! So Unendlichkeit. Boah, das geht ja gar nicht, das ist doch zu viel. Hä? Warum? Die Frage. Warum? Ging ja gar nicht. Kann man doch offen drüber reden. Hast du es jetzt auch gezeigt? Natürlich. Es war aber nicht Teil der Szene. Dafür bin ich auf dem Set geflogen. Ich habe Pfefferspray ins Auge bekommen. Was? Also, nicht jetzt für... Ja. Das Ganze also macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee, ist aber wirklich groß. Moment, okay. Mir fällt noch eine finale und alles entscheidende Frage ein. Achtung. Scheiße, Mann. Gebettet. Okay, egal. Eine Idee zur finalen Entscheidung. Mhm. Die beiden müssen ihnen ein Kompliment aussprechen und derjenige, der das Bessere ausgesprochen hat, gewinnt das Date mit ihnen. Weißt du noch, was du gesagt hast? Nee, ich weiß es nicht mehr. Also nein, natürlich nicht. Ich. Okay. Ja, also ich. Okay. Du fängst an. Okay. Jetzt bin ich also gespannt. Also ich finde sie so geil wie ein VIP-Leasing bei Mercedes. Kevin hat kein VIP-Leasing bei Mercedes. AMG natürlich. Das ist ja unter lächerlich, Alter. Wow. Zeig dir mal was. Das war wunderschön. Ostermann, Sie, ich will die Hand kurz. Sie kennen ja die Hüllen von Rhino Shield und die halten ja alles aus, ne? Diamantspitzhacke in Minecraft, TNT, ein Heavy Sniper Schuss bei Fortnite in den Kopf mit 382 Damage, mit Schilden sogar. Und wenn diese Schutzhüllen Augen hätten, ja, dann würden sie bei ihrem Anblick komplett dahin schmelzen. Also. Das war's für heute. Ich bin mal weg. Ciao. Rhino Shield, oder? Und ich habe nicht mal Geld dafür bekommen, das zu sagen. Ich bin so dumm gewesen vor einem Jahr. Aber hast du es gecheckt? Was? In dem Moment wusstest du, dass es darum geht? Ja, natürlich. Aber ich sag mal so, ich werde dafür auf jeden Fall noch eine Anzeige schreiben, mein Guder. Das war schon sehr schön. Die wollen wissen, ob das ein Freestyle war. Ich glaube schon zum Teil. Ich glaube schon, ja. Es ist ein Freestyler. So kennen wir das. Orange Morange, können Sie jetzt nochmal das Foto machen? Hier? Ja, klar. Tschüss.
kein Problem, ist ja von Rhino Shield. Okay, alles klar. Es ist völlig verrückt. Frau Ostermann hat ein Date mit einem Lieblings-Youtuber. Gleich kommt noch eine richtige Szene, wo es... Sie weiß einfach gar nicht, was sie will. Ich meine, schau mich doch mal an. Willst du es sehen oder kannst du es vertragen? Boah, das geht raus an dich, Zukunftsrevi, Alter. Wenn du darauf reagierst, Mann, du bist der Geilste. Du hast dir Frau Ostermann geklärt, ey. Hoffentlich sieht Jody das nur nicht. Da war ich nur mit Jody zusammen. Lustig, oder? Ja, sehr. Okay, pass auf, ich glaube in der nächsten Folge, ist das in der nächsten Folge, Leute? Wo ich mit der, ich glaube, das ist die nächste Folge. Komm, die willst du auch noch sehen, oder? Ich zeig dir das einfach alles. Willst du nicht sehen, wie ich, boah, doch. Warte mal, das ist so ein schönes Thumbnail aber hier. Aber wie kam es dazu, dass... So ein geiles Thumbnail hier. Voll schön, wirklich. Schön geworden. Mhm. So, warte. Das ist dann, glaube ich, hier, ja. Guck mal, da ist jetzt Kevin so. Aus Mitleid. Naja. Hey, was ist los? Was ist los? Was ist los? Wer bist du? Na, ich bin Orange and Orange. Twitch Superstar. Twitch Superstar, so ein lächerlicher Scheiß, Alter. Kevin, also Kevin ist absolut kein Twitch Superstar. Also ich kenne ihn nicht. Siehst du? Aber du kannst mich. No front. Ja, aber wir können mal kurz gucken. Kevin streamt gerade auch. Unser Twitch Superstar. Orange, Morange. Ach, der heißt wirklich so. Ich habe vorhin gelacht. Der streamt safe auch. Der ist gerade live. Ah, ne, der hostet mich sogar. 21 Monate bin ich schon Sub bei ihm. Naja. Reden wir nicht drüber. Kevin, Alter, ne? Der Kevin, ey. Komm, schauen wir mal weiter hier. Du willst doch wissen, was passiert, oder? Ich bin so. 130.000 Follower. 130.000 Follower. Guck mal hier, was hier steht, Alter. Wo steht denn das hier? Du siehst die Zahl ja schon, ist zu lang. Kann ich gar nicht lesen. Ja, danke. Okay, ich weiß. Du hier? Also ich bin krass Gassenfahrt-Fan und dachte mir einfach, ich schau mal um. Ich schau mal vorbei, check mal die Lage ab. Also, warum meinst du? Mein Freund ist einfach voll das Arschloch. Ich will dich damit nicht langweilen, aber ich versuche wirklich eine gute Freundin zu sein. Sie spielt es schon gut, so ne? So wie er mich behandelt, ich glaube, das geht wirklich nicht. Hm. Also ich habe gerade auch die Liebe meines Lebens verloren. Die Liebe seines Lebens, Frau fucking Ostermann, yeah! Alles klar. Weißt du, wie du dich ungefähr fühlst? Wirklich? Ja, also, du gefällst mir auch und... Eine Sekunde. Warte, jetzt hör mal. Jetzt wird's ganz wild. Wie alt bist du denn? 17. Ja, muss los. Aber hey. Das ist aber das Ding, das würde der echte Orange niemals machen. Weil der würde einfach knallhart durchziehen, Mann. Dem ist alles egal. Dem ist alles egal, wirklich. War das damals auch mit Maria? Reden wir nicht über diese wilde Zeit mit Kevin und Maria, das wollen wir gar nicht. Weißt du? Ach, das okay. Kann ich dir wann anders mal zeigen. Okay. Jetzt wird's ganz wild. Jetzt wird's wild, okay? Halt dich fest, zieh dich aus. Also ich habe es egal. Hä? Nee, das ist alles gut. Willst du dich ausziehen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du hast jetzt, glaube ich, falsch verstanden mit den Kopfhörern. Okay. Ja, ich glaube auch. Ja, schenk dir auch noch ein bisschen Wein ein. Magst du Rotwein? Ja, ich liebe Wein. Ist das, die ist ja schon wieder nur am Saufen. Ja, ja, mit mir. Der Herr? Aus Österreich, trockener Rotwein. Oh, geil. Oh. Dankeschön. Oh, geil. Trockener Rotwein? Oder ich bin echt froh, hier zu sein jetzt. Ja. Schon, oder? Schon schön, ne? Du hast ja die 12B kennengelernt. Ich bin geschafft. Also die letzten Tage mit denen waren echt... Ja, die sind ja auch alle mega anstrengend, ne? Erstmal Prost. Hör mir auf. Tschüss. Hör mir auf, ich wollte mir ein Schul erklären. Er wollte mich nicht. So dumm, die sind so anstrengend. Hm. Irgendwie. Oh, der ist gut. Du so, fuck, das ist nicht stark genug. Wir brauchen mehr Alkohol. Ich habe später tatsächlich auch K.O.-Tropfen bei mir selber ins Weinglas gemacht. Weil Alkohol wirkt bei mir nicht mehr. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich bei dir K.O.-Tropfen reingetan. Das würde ich Frau Ostermann zutrauen. Ich habe Premium, danke für deine 2 Euro. Sehr gut, das ist genau mein Fall. So wie du. So wie sie. Was wollte ich sagen? Es wäre schön, irgendwie mal abzuschalten. Zum Beispiel zur Ostsee zu fahren. Ostersee dann. War Freestyle, ne? War lustig, oder? Ja. Ja. Fand sie nicht witzig. Ja, nein. Wirklich? Also willst du weg? Ja. Kann ich verstehen. Das ist auch, ey, ich hab mega die Idee. Sollen wir durchbrennen? Ich bin YouTuber, ich habe echt viel Geld. Wir können einfach abhauen. Das musste ich sagen, ne? Das musste ich sagen. Das musste ich wirklich sagen. Mhm. Das hat Jonas mir gesagt, was soll ich sagen? Deine Freizeit machst du das nicht. Was?
Mädels abklären. Hey, ich bin YouTuber, ich habe viel Geld. Nein, weil ich meine Freizeit immer nur streame. Ich habe keine Freizeit. Ich sitze den ganzen Tag und rede mit Leuten in GTA und dann werde ich weggesperrt ins Gefängnis. So ein Ding ist das. Oder ich geier auf Leute online halt, so wie Frau Bra. Boah, einmal mit Frau Bra streamen, das wär's. Meinst du das ernst? Ja klar, lass uns einfach abhauen. Okay, dann... Scheiß auf die anderen. Sollen wir Flasche, los? Flasche trinken. Flasche und dann ja, ab ins Auto, auf okay? Ich will auch. Oder? Ja, ich bin froh, hier endlich mal rauszukommen. Klar. Es gibt... Ich lieg da so. Ich sollte einfach so liegen bleiben. So seltsam. So seltsam. Schwierige Situationen, die muss man erstmal handeln. Zum Beispiel nachts von einem Schüler angefasst zu werden. Die hat doch den Schüler. Sie haben doch Georg angefasst, Frau Ostermann. Also... Wie gesagt, also es ist nicht immer leicht, eine gute Lehrerin zu sein. Ja, und ich glaube am Ende... Warte. Ja, dann hauen wir halt noch mit, dann hau ich halt noch mit der zur Ostsee ab und das war's dann. Aber schon cool, oder? Ja, also, hast du gut gemacht. Würdest du mich in der neuen Staffel von Krass Klassenfahrt sehen? Sei mal ganz ehrlich. Also so zum Beispiel, so guck mal, ne, als zusätzliche Lehrperson, als Vertretungslehrer, sage ich mal. Mhm. So, dann sind wir so Kollegen lehrermäßig. Ich glaube, das wäre richtig lustig. Ich fände es auch ganz gut. Ich würde auch mit einem Schüler schlafen. Diesmal würde ich aber auch durchziehen dann. Nicht so wie Frau Ostermann, die dann, also, ne? Da würde ich dann noch, da würde ich dann sagen, da muss man dann durch. Echt, mit wem würdest du denn schlafen wollen? Mit dem Pfarrer. Ich würde richtig gerne mit dem Pfarrer bumsen. Das wäre so ein Ding. Da bin ich natürlich mit Frau Bra. So,